Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute haben wir eine hochinteressante Partie im Angebot. Shamrock Rovers gegen Young Boys Bern. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Das Spiel beginnt. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Nee, nichts ist abseits, sagt zumindest der Assistent. War eine enge Geschichte. Ball geht direkt zum Gegner. Elia. Ist das die Führung? Jetzt kommt der Schuss. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Burn. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Da können Sie erstmal klären. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Was für eine Chance. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Szene geht weiter. Da ist die Chance. An den Pfosten, aber immer noch Gefahr. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Weiter die hauchdünne Führung, weil sie diese Chance nicht nutzen. Anders ausgedrückt, weil das Alu im Weg steht. Das muss der Ausgleich sein. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Tor, da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Hier ist noch alles drin. Ja, jede Menge Druck jetzt. Sekunden gibt's noch. Ist das das Tor? Das nächste Tor. Diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich. Hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Von ihm kommt heute definitiv zu wenig. Er kommt nicht in die richtige Schussposition.
Die Schiedsrichterin pfeift wieder an. Wir gehen rein in Durchgang 2. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Da zieht er ab. Abgeblockt, weiter gefährlich. Das kann die Führung werden. Und da klingelt es im Kasten. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Zug zum Tor jetzt. Das ist die Chance. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. Sie treffen zum 3 zu 3 und gestalten alles wieder offen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Elia, das ist der Treffer! Beeindruckend. 7 Tore insgesamt, 4 zu 3 der Spielstand. Guter Vorstoß da jetzt. Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Elia. Zieht ab. Doppelschlag. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. 2 Tore Führung jetzt. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. Es steht 5 zu 3. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Begegnung, in der die Gäste im Augenblick deutlich vorne sind. Sie sind überlegen, 2 Tore Führung. Sie machen das genau hinschauen. Erstmal Augen auf jetzt. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Den Ball holt er, gut verteidigt. Schön dazwischen gegangen. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Er zieht einfach vorbei. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird es zu eng. Du darfst hier eigentlich keine Sekunde verpassen. In diesem Moment ist die Partie zu Ende. Für die Gastgeber gibt es heute also eine Niederlage. Knappe Niederlage also am Ende. Ah, da war viel Pech dabei.
Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.